Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo! Und Epic, wir sind heute wieder unter Wasser. Oh, das ist so, so cool. Wir haben in der letzten Zeit so viel erlebt. Ich meine, wir haben eine Tierfarm gebaut. Wir haben hier den Tunnel nach Atlantis vervollständigt. Wir haben eine kleine Meerjungfrau gefunden nebenan. Sie ist einfach unsere Nachbarin und sie hat ihre richtig wertvolle Kette verloren. Und wir haben sie wiedergefunden. Und dafür haben wir ein süßes kleines Tierchen bekommen. Damit sind wir super, super schnell unter Wasser. So schnell, dass ich nicht mal den Epic sehen konnte, als er irgendwie damit rumgeschwommen ist. Und damit können wir auch richtig schnell sinken. Wir können damit atmen. Wir können damit eigentlich alles machen. Aber ich glaube, das kann auch schon ein bisschen, naja, fast schon zu krass sein, das kleine Tierchen. Katja! Ja. Gib Ausbrecher! Schon wieder! Also letztes Mal ist einfach ein kleines neues Schweinchen ausgebrochen und jetzt ist es ein Schäfchen. Warte mal. Ich gucke mir das mal. Hi! Schwein! Na? Nein. Es kann doch gar nicht sein. Moment mal. Hä? Wie soll das denn... Wie kann das jetzt rausgehen? Also das letzte Mal lag es am Heu, aber diesmal... Hier gibt es nichts. Und das Schäfchen? Ich verstehe es nicht. Oh nein, warte mal, das bekommen wir hin. Ich schieb mit, okay? Ich, ja. Ich gehe wieder hier in den kleinen Stall, so. Bitte nicht, okay. Oh, oh. Moment mal. Nein! In falsche Richtung. Oh nein! Oh, Moment mal. Und bitte, bitte, bitte kommen, Schäfchen. Bitte kommen. Und bitte, ciao. Okay, und schnell, schnell, schnell. An, Tür raus. Tür zu. Oh. Hey, warte mal. Tür auf, Tür auf. Tür auf, nein, Tür nein. Zu. Oh, Tür zu, warte zu. Was ist denn hier los? Die wollen alle raus, ich sag's dir. Hey, falsche Richtung. Die haben Bündnis. Das Schweinchen läuft auch weg. Wir brauchen wieder Leinen. Jetzt, geh's reinschieben. Ja, ja, jetzt, warte, jetzt, warte, ich da. Jetzt. Nein. Nein, da kommt noch eins mit raus. Jetzt. Oh, oh, ist es drin? Warte, ich mach's auf, ich mach's auf, ich mach auf, ich mach auf, ich mach. Es ist draußen, es ist gerade so zu. Du bist drin. Ne? Hallo. Moment mal. Oh, jetzt ist das Schäfchen da hinten. Oh, ich glaube, es will erstmal da sein. Na gut, Schäfchen. Und Schweinchen, sobald wir wieder Leinen haben, ich sag's euch, ihr kommt da wieder rein. Vielleicht, vielleicht jetzt, komm. Nein, 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 nein. Zu, zu. Nein, nein. Nein. Wir haben zwei Ausbrecher. Nein. Oh nein, stell dir mal vor, die laufen jetzt durch unseren ganzen Tunnel nach Atlantis und wuseln da rum. Oh nein, Quatsch, Mann. Die wuseln auf dem Feld rum. Hey. Was haben die hier kaputt gemacht? Das Wasser ist weg. Hä? Das Wasser ist ja auch weg. Oh nein! Moment mal, ich glaube, ich habe letztens Wasser hier weggemacht und jetzt ist hier alles vertrocknet. Oh, das kannst du gar nicht gut, Katja. Nein, das Mann. Ist echt nicht gut. Hey, Schäfchen, was soll das denn hier? Das lebt jetzt bei den Tomatis. Ach, Mann. Oh, und warte mal, Epic, wir haben ja schon so viele Tiere. Aber ich weiß, was uns wirklich richtig doll fehlt, nämlich Fischlis. Wir haben ja mal ein paar Fischlis um uns herum gesetzt. Ich habe keine Ahnung, wo die sind, aber ich sehe sie nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, wir könnten uns ein richtig großes und cooles Aquarium bauen, wo so viele Fische drin sind. So kleine Fische, vielleicht auch Seestern oder vielleicht auch ein paar Quallen. Das ist so, so cool. Und wo wollen wir das hinbauen? Entweder wir machen es halt hier weiter und machen noch so einen Gang oder wir gehen es wo ganz anders hinbauen. Moment mal, Karte. Vielleicht können wir das Aquarium auch hier oben irgendwo hinbauen, dass wir hier eine Kuppel in die Richtung hier vorne hin machen. So eine Art längliche Kuppel vielleicht und dort das Aquarium reinbauen werden. Ich habe eine gute Idee. Okay, wir machen hier so einen Durchgang, wie jetzt hier zum Beispiel. Und dann machen wir einfach die Fischlis in den Durchgang rein. Also, dass wir sozusagen wie so einen Tunnel haben und durch Fischlis dann durchlaufen in den nächsten Raum zum Beispiel. Und das wird so schön aussehen, glaube ich. Okay, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Dann brauchen wir auf jeden Fall wieder Glas und wir müssen erstmal gucken, wie wir das hier machen. Ich würde sagen, vielleicht gehen wir als erstes die Kuppel bauen. Oh ja, das ist eine sehr gute Idee. Okay, okay. Katja, ich habe auf jeden Fall ein bisschen Wassermarsch. Glas. Nein, nicht jetzt. Oh nein. Gott, Katja. Hier kommt eh nichts rein. Bauen. Ja, sorry. Okay, warte mal. Also es ist eigentlich ja fast wie so eine Kuppel. Normal. Nur wir nehmen die Kuppel als Durchgang in einen anderen Raum. Wir haben also einen Kuppeldurchgang. Okay. Wie breit sind denn immer unsere Durchgänge? Vor allem, ja, zwei. Okay, jetzt Moment doof mal. Hier. Da machen wir drei. Guck mal, wir haben hier auch drei. Da machen wir hier drei. So, dann geht's hier weiter. Drei und...
dann kommt hier eine Kuppel hin. Also eigentlich haben wir hier nur so einen kleinen Durchgang und die Kuppel wird ja dann auch ein Durchgang. Ist vielleicht ein bisschen schwierig, jetzt das Ganze sich vorzustellen, aber es wird gut aussehen. Okay, wir haben jetzt hier unseren Gang. Jetzt machen wir hier noch, naja, die Seiten. Die Fischis können auch darüber zum Beispiel schwimmen. Das heißt, wenn man auch nach oben guckt, sieht man da Fischis. Und wir machen jetzt hier überall Sand hin. Ich muss hier auch noch das ganze Steini wegmachen. Und ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Wir haben eigentlich ja nur Fischlis und normale Fischis. Und vielleicht können wir dann nochmal ein bisschen gucken, ob wir vielleicht, naja, was anderes noch finden, wie Seesterne oder kleine Krebse oder sowas. Und dann wird es voll der schöne Durchgang sein. Und wir haben einfach so ein großes Aquarium in unserer Unterwasserbase dann. Oh, das stimmt. Und vor allen Dingen, das Aquarium sieht auch wirklich richtig, richtig doll schön aus. Oh ja, okay, warte mal. Wir haben auch bestimmt noch ein paar Anemonen oder so und ein paar Korallen. Vielleicht könnte man die hier auch noch platzieren. Ich habe sogar noch Seesterne, sehe ich gerade. Oh, sehr süß, ja. Okay, schau mal. Das ist auf jeden Fall der Durchgang. Dann kann man hier entlang gehen und hier überall kommt dann Wasser hin und die Fischlis können dann hier rumschwimmen. Oh, so nice. Und ich kann hier gar keine, naja, Anemone platzieren. Oh, oh, ich glaube, du musst zuerst Wasser hier reinmachen. Ja, da hast du vielleicht recht. Okay, dann kommt jetzt erstmal Glas hin. Okay, na gut, dann machen wir jetzt Wasser rein. Warte, vielleicht willst du nochmal Glas platzieren, wenn ich hier drin bin. Wie platziere ich hier nochmal Wasser? Oh, okay, das wird ein bisschen dauern. Okay, hier ist jetzt überall Wasser drin. Und guck mal, ich habe hier sogar eine kleine Tür hingebaut. Da können wir immer dann rein. Und ich hole Fischlis, ich hole Fischlis. Fischlis. Sehr gut, Katja. Das ist so cool, unser Aquarium tatsächlich. Da können wir die ganzen Fischlis anschauen. Und wenn wir irgendwann später hier den Gang weiterbauen, können wir hier auch immer beim Durchlaufen die Fischlis sehen. Ja, okay, warte mal. Ist sie zu? Ja, alles zu. Okay, dann kommen jetzt hier die ersten Fischis rein. So und so. Die sehen voll schön aus, vor allem die blauen. Warte mal, hier unten. Und habe ich jetzt hier auch noch die Korallen? Kann ich die jetzt hier auch platzieren? Ah, man kann sie doch unter Wasser nur platzieren. Dann kommt hier eine hin. Und vielleicht habe ich noch irgendwie blaue Korallen oder so. Ich glaube, ich hatte auf jeden Fall irgendwas mal in meinem Rucksack. Ich habe Seesterne noch. Oh, und ich habe auch noch pinke Seesterne. Okay, ich habe sehr, sehr viele, naja, Seesterne. Gut. Dann kommt hier einer hin. Dann kommt hier oben einer hin. Und zack. Und hallo. Noch einer. Und wie viele kann ich denn von denen platzieren? Ich habe so, so viele. Ich sehe dich, Katja. Wo bist du? Über dir. Hallo. Hallo. Oh, sehr schön. Das Aquarium gefällt mir wirklich so doll gut mit den ganzen Fischlis, mit den Seesternen. Das ist so schön. Oh, stimmt. Okay, vielleicht noch ein paar mehr Korallen können wir platzieren. Dann sieht das schon mal sehr, sehr nice aus. So, ich gehe mal raus und gucke mir das an. Wenn man jetzt hier einfach durchgeht, das ist so cool, der Durchgang. Okay. Hast du noch ein paar Korallen vielleicht zufällig? Vielleicht haben wir auch noch was in der Kiste. Moment mal, ich schaue mal in meinen Rucksack. Sieht schlecht aus. Oh, tatsächlich, Katja, guck mal, ich gebe dir ein paar. Oh, bitte schön. Danke. Und bitteschön. Oh, nice. Schön. Oh, die sehen cool aus. Okay, dann brauche ich davon noch ein paar. Na gut, ich muss erstmal was in meinen Rucksack machen. Ist hier gerade ein Seestern ausgebrochen? Hey, was ist denn hier los? Oh nein. Warte, warte, warte. Er kommt wieder zurück ins Wasser. Oh, oh. Okay, dann kommt hier noch eine Koralle hin. Und da vielleicht. Okay. Oder vielleicht auch lieber hier, so. Dann kommt auf der anderen Seite noch was Blaues hin und vielleicht auch noch was Rosanes. Ah, sehr schön tatsächlich. Nice, okay, oder? So, okay, das sieht schön aus, glaube ich. Oh, Dankeschön für die Korallen und wir haben einfach unser Aquarium fertig. Oh, das stimmt. Oh, das sieht ja so doll schön aus tatsächlich. Wir haben einfach in unserer Wasserbase ein Aquarium. Cool. Und ich freue mich so, was könnte man denn hier noch demnächst hinbauen? Vielleicht ein Kinosaal oder sowas? Oh, dann kann man hier immer so durch den Gang laufen und ein paar Fischis naja anschauen und dann ins Kino gehen. Oh ja. Okay, warte mal. Ich würde sagen, wir haben ja unten noch unsere Lager und mein ganzes Inventar ist so, so voll. Ich gehe mal kurz runter und wir können vielleicht ein bisschen was, naja, einsortieren. Vielleicht können wir sogar ein paar Schilder machen. Dann mache ich hier jetzt so Korallen hin, vielleicht auch noch ein paar Perlen. Hier kommt Glas hin. Fischis und vielleicht, ja, nee, sowas. Dann haben wir hier oben vielleicht Essen, da mache ich ein paar Erdbeeren hin, Weizen, dann vielleicht noch ein paar Seeds. Okay, dann sowas und ich habe hier jetzt noch ein paar Lilipads. Ich habe so viele Lilipads und noch ein bisschen Glas, das brauche ich alles und Lapis. Okay, dann kommt das hier noch raus und warte mal, warum steht hier Glas von Epic? Hey, das, ich habe mein Glas reingeteilt. Warte, kannst du hier mal Meeressachen hinschreiben oder so? Okay. Dankeschön. Und da drüber vielleicht Essen.
Oh okay, ja. Okay, warte, dann kommen hier noch Lillipads rein. Ganz viele Lillipads und noch mehr Lillipads. Oh, und ich habe auch noch Tomatensamen. Die kommen hier auch rein. Aber wir haben, glaube ich, auch noch ein paar Kisten da ja oben. Erze könnten wir vielleicht hier reinmachen. Da kommt hier ein bisschen Lapis hin und ein bisschen Eisen und ein bisschen Flint. Und Redstone. So und so. Das sieht gut aus. Erz haben wir auch. Schauberkarte, jetzt ist unser Lager sogar ein bisschen beschriftet. Ah, oh, sehr, sehr nice. Okay. Alles andere würde ich, glaube ich, jetzt so behalten. Außer vielleicht die Seesterne. Die können jetzt auch hier noch rein. Super. Dann haben wir auch noch unser Lager beschriftet. So, so nice. Und ich würde sagen, vielleicht können wir sogar ein bisschen Eisen schon braten. Oh, und warte mal. Du hast ja schon Eisen gebraten. Ich habe noch gar nichts gebraten. Ich hatte auch nur ein Eisen, um ehrlich zu sein. Oh, oh. Oh, aber das war so cool heute. Wir haben einfach ein Aquarium gebaut und noch mehr Platz für unsere Base. Und warte mal, ich gucke das Aquarium mir auch mal von oben an. Vor allem unsere Base, die wird immer größer. Wir haben jetzt hier schon, naja, 4 Kuppeln. Wir haben unten 2,5 riesige Kuppeln und diesen riesigen Gang nach Atlantis. Das ist so, so heftig. Und jetzt haben wir hier die kleinen Fischlis. Sehe ich hier eigentlich was von den Fischlis? Oh ja, also ich sehe hier auf jeden Fall die Koralle und jetzt sehe ich auch ein paar Fischlis. Das ist so, so nice. Und ihr könnt auch nochmal gerne in die Kommentare schreiben, welche Kuppeln wir noch an unsere Unterwasserbase, naja, dranbauen können. Egal ob Pool oder vielleicht auch Kinosaal oder vielleicht auch Trampolin. Wir können hier alles machen und das ist so, so lustig. Oh, das stimmt, Katja. Mir gefällt das Aquarium auch wirklich richtig, richtig doll gut. So cool. Oh ja. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, schaut beim Epic vorbei und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss!